Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Xtreme 24, Ihre Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Tja, Zubehör ist eigentlich wieder mein Stichwort heute und wir haben mal das Studio gewechselt und haben einfach Norberts Bastelstube geändert, um Ihnen auch optisch das Signal zu senden, heute wird gebastelt und gebaut. Um was geht es heute? Wir hatten vor einer knappen Woche von ESU Ihnen die Baureihe V160, 216 und 218 in verschiedenen Farbvarianten vorgestellt. Und ich war so leichtsinnig bei der Vorstellung zu sagen, dass wir eigentlich in einem unserer nächsten Videos mal zeigen, wie von ESU die Kupplung bzw. die elektrische stromführende Kupplung, so muss ich es ja ganz genau sagen, Norbert, richtig? Ja. Und auch die Beleuchtung einbauen. Ja, was habe ich damit angerichtet? Ein Sturm der Freude und der Bitte, es doch schnellstens nachzuholen und auch zu zeigen. Einer schrieb in einem Kommentar, das Dach von ESU abzuheben ist ja sowas, als wenn ich mir meine Fingernägel breche und ähnliche Sachen. Aber Sie können mir glauben, liebe Freunde, so schlimm ist das gar nicht. Denn wir haben ja ein paar Tricks auf Lager. So, ja, lieber Norbert, vom Prinzip her, es ist ja so, wir haben also zwei ESU-Wagen. Und zwar die N-Wagen. Ich sage Ihnen auch mal die Artikelnummer. Diese verkehrsroten N-Wagen 36510, 36511, 512, 513 und 514, 515 und so weiter. Sie können sich da bei uns auf der Seite nochmal eventuell schlau machen. Die Artikelnummern sind ja jetzt auch eingeblendet, sodass Sie also diese Artikel durchaus sich nochmal anschauen können. So, die Aufgabe heute ist, wir wollen eine stromleitende Kupplung einbauen und den Beleuchtungssatz von ESU in die entsprechenden N-Wagen. Genau. Und da haben wir folgende Sache für Sie vorbereitet. Man muss es jetzt allerdings auch sagen, Norbert, es ist so, wenn ich jetzt also einen ESU-Wagen habe, muss ich natürlich auch, sollte ich also auch zuallererst die angebotenen ESU-Produkte benutzen. Mhm. Es geht auch anders, aber da kommen wir später noch dazu, das machen wir dann zum Schluss. Ich halte es Ihnen mal in die Kamera. Das ist also der ESU-Beleuchtungssatz mit der Artikelnummer 50708. So, das benötigen Sie auf jeden Fall, wenn Sie in diesen Wagen die Beleuchtung einbauen wollen. So, und dann haben wir ja auch von einer stromführenden Kupplung gesprochen und auch die haben wir da. Das ist die Artikelnummer 41001, wird also auch in diesem praktischen Pack angeboten. Und wenn Sie das gekauft haben, dann kann es ja eigentlich schon losgehen. Kommen wir zur ersten Hürde, Norbert. Das Abheben des Daches. Ja, nur zeig mal, was du für eine Methode gefunden hast, das Dach abzuheben. Die Zuschauer sind bestimmt sehr gespannt. Also zuerst müssen wir ja sowieso erstmal den Faltenbalg abnehmen. Also das kann man mit den Fingern getrost machen, ohne dass man sich jetzt die Fingernägel bricht. Ohne dass man sich die Fingernägel bricht. So, aber jetzt kommt's, liebe Zuschauer, jetzt. ESU schreibt in ihrer Bedienungsanleitung, man solle einen Schraubenzieher nehmen, relativ breit und dann hier zwischengehen und dann hebeln. Aber dabei besteht manchmal aber auch die Gefahr, wenn man vielleicht ein bisschen ungeschickt ist, dass man sich Kratzer oder sonstiges einfängt. Oder dummerweise den Kunststoff beschädigt. Genau. So, das müssen wir jetzt zeigen, Zivisoa. Er hat es jetzt also ein bisschen so klammheimlich einfach in die Hand genommen. Ich muss es in die Kamera zeigen. Gucken Sie das mal an, was das hier ist. Also man kann irgendwelche alten Checkkarten nehmen, die abgelaufen sind und kann sich die einfach in Streifen schneiden. Hilft auch sehr, wenn man zum Beispiel das komplette Gehäuse abhebeln muss, dass man einfach dazwischen sich klemmt und dann hat man es einfacher, das ganze Wohnteil zum Beispiel rauszunehmen. Hier in dem Fall können wir natürlich auch mit dieser Checkkarte hier zwischengehen und dann... Sie haben es gerade knacken gehört, liebe Zuschauer. Jetzt aber wieder zusammen. Wir zeigen es nochmal. So, dann geht da hier schon mal auf. Dann kann man notfalls einfach langschieben, wie bei langschieben. Wenn man die Karte durch eine Kasse zieht. Ja. Ja. Und dann kommt das Dach eigentlich schon ziemlich von alleine.
Zack. So, jetzt haben wir auch die andere Seite. Das ist das Geräusch. Und jetzt können wir... Ich halte mal mit fest hier ein bisschen. Ich helfe dir ein bisschen. Du sollst in deinem Bastelkeller nicht ganz alleine arbeiten. So, so, und jetzt haben wir das Dach ohne viel Tromborium ab. Da kann man also reinschauen. Da sieht man also auch schon die Sitzbänke. Wenn das Dach schon offen ist, liebe Zuschauer, könnte man natürlich jetzt auch Figuren reinsetzen. Sitzende. Sitzende. Vielleicht auch in dem Gangbereich auch eine Stehende. Stehende. Und vielleicht im Türbereich schon welche mit Koffer hinstellen, die vielleicht gerade aussteigen. Ja. Gut, das ist aber jetzt nicht Thema. Das ist nur eine Bemerkung dazu, was man da machen kann. So, jetzt ist das Dach ab. Jetzt wollen wir natürlich in chronologischer Reihenfolge vorgehen. Was muss ich jetzt als weiteres, als nächstes tun? Also im Prinzip nimmt man jetzt aus der Verpackung sich entsprechend den Beleuchtungssatz raus. Ich mache das mal. Ich helfe dir mal ein bisschen. Also wir hatten es gerade, ich zeige es nochmal in die Kamera. Ist eine ziemlich lange Packung. So, und dann ziehe ich mir das ganze Geschiebe raus. Und da sehen wir was. Es sind ja schon zwei Lötfahnen dran. Oh, hier ist noch ein bisschen Klebestreifen. So. Ja. Also so. Ich zeige es noch mal rein. Das ist also im Grunde genommen ist das ja eigentlich schon ein, ja, wie Decoder zu sehen. Oder? Das ist jetzt der Beleuchtungsbausatz mit Decoder. Ja. So dass wir also dann verschiedene Lichtfunktionen darstellen können. Ich zeige es hier noch mal rein. Verschiedene Lichtfunktionen heißt entsprechend der Bedienungsanleitung. Laut der Bedienungsanleitung. Ich kann dimmen, oder? Wir haben also verschiedene Gruppen, die geschaltet werden können bei der LED-Leiste. Das heißt, also ich kann verschiedene Abteile schalten, oder? Verschiedene Abteile können wir ein- und ausschalten, also, das Licht also entsprechend. Also nicht alles durchweg, sondern man kann... Also über die Funktionstasten kann ich einmal komplett alles einschalten, ja. Oder aber nur den vorderen Teil, dann den hinteren Teil oder entsprechend dann von den entsprechenden Leuchtdioden dann auch ein Dreiviertel des Zuges nur beleuchten. So, und dann muss man nichts anderes machen als einlöten, beziehungsweise du hast hier noch hier was in der Hand. Was ist das? Diese habe ich schon abgelötet gehabt. Das sind die entsprechenden Rücklichter. Falls man in dem Wagen auch dann entsprechend das Schlusslicht dann entsprechend... Ich halte es hier nochmal rein, vielleicht sehen wir das hier ein bisschen besser. Das Schlusslicht schalten will. Das heißt also, das drückt man einfach hinten durch. Ne? Dann hinten, wenn ihr einen eingesetzt. So. Nun ist es ja wie im Kochstudio. Wir haben da mal das vorbereitet. Genau. So, jetzt haben wir erstmal gezeigt, wie das Dach abgeht. Also ohne Fingernägel zu brechen, einfach so eine... Ja, hier. Einfach eine alte Plastikkarte, also sprich eine alte Kreditkarte oder was weiß ich. Du hast hier von Berlin die VBB-Karte zerschnitten. Die ist aber glücklicherweise abgelaufen. Nach einer gewissen Zeit immer eine neue. Also es ist eine schonende Möglichkeit, das Dach abzuheben. Ja. So, das haben wir natürlich schon gemacht, auch bei dem zweiten Wagen. Und da wollen wir natürlich noch eins zeigen, liebe Zuschauer. Ich nehme den Wagen mal weg und setze den jetzt hierher. Ich zeige es dir nochmal drüber. Im Grunde genommen wird dann diese Leiste einfach hier auf die bestehenden Rasterpunkte eingeklipst. Nur eingelegt. Also klipsen tut sich da nichts. Also es wird nur eingelegt. Eingelegt. Dass er also nicht wegwandern kann. Ja. Und dann müssen entsprechend nur noch zwei Leitungen an die seitlichen entsprechenden vorbereiteten Lötpunkte angelötet werden. Und man kann natürlich jetzt auch bei den Punkten hier einen kleinen Klebetropfen drauf machen, dass man sie fixiert, dass sie nicht abgehen, oder? Ist eigentlich nicht notwendig. Ist nicht notwendig. Ich zeige es gerne nochmal hier in die Kamera. So sieht es also aus. So, was passiert jetzt, lieber Norbert? Wir können jetzt mal einen kurzen Funktionstest machen, ob das auch so funktioniert, bevor wir uns mit der Kupplung beschäftigen. Jetzt muss ich noch eins dazu sagen. Jetzt werden viele Leute fragen, ja, wieso wir jetzt Funktionstest? Wo kommen denn die Kabel hin? Die Litze, Entschuldigung. Die Litze. Die zwei Litzen. Können wir vielleicht hier an dem Wagen nochmal zeigen? Können wir nochmal an dem Wagen zeigen, wo jetzt angelötet werden muss? Also von jedem Drehgestell kommen jeweils zwei solche Kontaktfahnen links und rechts nach oben. Ja. Und dort werden entsprechend dann die beiden Litzen von der Beleuchtungsplatine angelötet. So, und das ist eigentlich schon die ganze kurze Tage. Das war es dann schon eigentlich.
Also dann, ist ja gar nicht schwer, kann ja sogar ich. Ja. Ja. Wenn wir okay. Das eigentlich gemacht haben, dann kann man schon im Prinzip über die Funktionstasten dann schon... Ich weiß nicht, ob die Kamera es sieht, aber ich glaube, man sieht es, ja. Man kann also, du hast jetzt zum Beispiel die vordere Lichtreihe und jetzt die hintere Lichtreihe zugeschalten. Hm. Das wäre also das, was du gerade sagtest, das entsprechend über F. Man kann jetzt über die verschiedenen Funktionstasten, also von F 0 bis F7 hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten der Beleuchtung. Ist also in der Bedienungsanleitung gut beschrieben. Gut beschrieben. Also ich fasse eigentlich an der Stelle nochmal zusammen, liebe Zuschauer. Es ist also gar nicht schwer. Sie schnappen sich den Wagen, kaufen im Zubehör unter Artikelnummer 50708 die digitale Waggon-Innenbeleuchtung, heben mit einer abgelaufenen Checkkarte oder ähnlichen ganz vorsichtig das Dach ab. Sie haben es ja auch vorhin schon richtig knacken gehört am Wagen runter. Dann nimmt man ganz einfach, diese Lichtleiste. Gehen wir mal zu der Kamera hier. Legt die hier oben rein. Passt auch nur ins Rad. Halt, Moment, ich muss gucken. Die passt eigentlich nur, ist egal eigentlich wie rum. Ist egal wie rum. So. Man muss bloß die richtigen Befestigungslöcher. Ja, muss die richtigen. So, dann gibt es hier diese kleinen Befestigungspunkte. Beziehungsweise, Befestigungspunkte. Ja. Dann hat man die Lichtleiste schon drin. Und dann muss man nur noch an den Wagenenden, jeweils hier und hier auf der anderen Seite, die beiden Leitungen anlöten. Und damit ist die Sache schon fertig. Dann ist die schon fertig. Das funktioniert auch genauso mit der Beleuchtungsplatine ohne Decoder von ESO. Also wenn man die einfache Beleuchtung kauft, geht es genauso. Dann brennt der ganze Wagen. Dann brennt er ständig, wenn der Wagen draufgestellt wird. Ja. Dann ist halt sofort das Licht an. Ja. Schöner finde ich natürlich, so wie du es eben vorgeführt hast, dass man bestimmte Gruppen schalten kann, macht den Betrieb auch realistischer und macht auch mehr Sinn. Ja. Oder? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. So, das war Punkt Nummer 1. Jetzt wollen wir natürlich noch, und das hatten wir auch versprochen, eine stromführende Kupplung einbauen. Warum macht man das, Norbert? Man hat da die Möglichkeit, wenn man eine Lok hat, die doch ein bisschen schlechtere Stromabnahme hat, kann man über den zweiten oder über den hinteren Waggon eine zusätzliche Stromabnahme für die Lok realisieren. So, und wo kriegt jetzt die stromführende Kupplung ihren Strom her? Die kommt entsprechend auch wieder von den Drehgestellen. Das heißt, wir haben an der stromführenden Kupplung zwei Leitungen. Gucken mal. Das sind also entsprechend jetzt diese beiden hier. Ich hoffe, man sieht das. Ja, man sieht das, genau. So, und diese, und diese Leitung, also nochmal, wir wechseln eigentlich nur die Kupplung aus. Wir tauschen die Kupplung, sei es jetzt eine Bügelkupplung oder so, eine normale, die wird bloß rausgezogen und dafür wird dann entsprechend jetzt die stromführende Kupplung einfach nur reingeklipst. Es empfiehlt sich also auch bei ESO-Wagen, das ESO-Produkt zu nehmen, das ist getestet und probiert. Man kann aber auch andere Sachen nehmen. Ja? So, also, und dann ist das Problem ja schon wieder da. Wie kriege ich die Leitung nach innen rein? Ja. So, wie machst du das? Also bei einigen Wagen haben wir natürlich Glück, dass entsprechende Bohrungen schon vorhanden sind für solche Sachen. In dem Fall war jetzt bei dem Wagen nur eine Bohrung vorhanden. Mhm. Und bei der anderen Seite habe ich einfach dann mit einem 0,2 mm oder 0,3 mm Bohrer den Wagenboden kurz durchgebohrt von Hand. Und dann kann man auch die Leitung durchschieben. So, dann haben wir die Leitung jetzt hier oben. Man sieht es also nochmal. Ne? So, und die kommen jetzt... Diese werden jetzt ganz parallel zu der Stromabnahme von der LED-Platine angelötet. Oder wir löten sie direkt hier an den hochkommenden Laschen mit an. Ich zeige es nochmal. Die Litze, die hochkommt, entweder hier außen jeweils, rechts, links, oder an den hier vorhandenen Lötpunkten am Wagen. Genau. Da muss man natürlich gut aufpassen, ne? Ja. Wegen der Hitze. Da biegt sich das. Nein, man hat ja, man sollte dazu eine Möglichkeit, also keine breite Lötspitze nehmen, eine ganz sondern eine zarte. Ja.
wie sowas zum Beispiel hier. Ja. Die ist relativ spitz. Mhm. Und damit habe ich natürlich dann wenig Angriffsfläche oder wenig Fläche zum Löten bei diesen feinen Laschen. Gut. Sie sehen also, auch das ist ein relativ einfacher Vorgang. Was mache ich jetzt mit dem Schlusslicht? Wo kommt das hin, wenn ich jetzt ein Schlusslicht einbauen möchte? Das kommt jetzt entsprechend dann, ist natürlich, das wird etwas fummelig, weil wir müssen hier innen drinne die beiden roten Leuchtdioden einbauen. Das heißt also, wir müssen die Öffnungen hinten aufmachen oder wird das nur... Die werden nur reingesteckt. Ach, weil die werden reingesteckt. Die haben eine Art Loch. So einen kleinen Schacht sozusagen. So ein Schacht, wo die dann im Prinzip reingedrückt werden. Reingedrückt werden. Also von oben, man kommt nur von oben ran, ne? Ja. Oh wei, das ist nichts für mich. Es ist ja fummelig, aber es geht. Aber man sieht auch wirklich die Öffnung ganz deutlich, wo das dann reingedrückt wird. Und dann tue ich nur noch die Enden. Die beiden Enden kommen dann in der Mitte. Also die kommen dann in der Mitte dran hier, genau. Wo ich eigentlich jetzt die strohführende Kupplung dran machen wollte. Ja. Okay. So, liebe Zuschauer, Sie sehen also, bis hierhin ist alles relativ einfach. Ich fasse nochmal zusammen. Den Wagendach abheben ist relativ einfach. Die Faltenbälge rechts und links neben dem Wagen muss man zuerst als Arretierung abnehmen. Mhm. Dann mit einer alten Scheckkarte den Wagendach anheben, bis es deutlich knackt. Dann nimmt man den Wagendach runter. Dann nimmt man aus der Verpackung schon mal, wir haben hier mit Decoder die Lichtleiste, setzt die entsprechend auf die Arretierung auf. Mhm. Und lötet die beiden Enden rechts und links am Wagenkasten vorsichtig an. Vorsichtig. Da sind wir schon mal ganz, da sind wir schon mal fertig. Da haben wir ja gerade in der Funktionsprobe gesehen, liebe Zuschauer. Man kann also komplett schalten, man kann aber auch wie im wirklichen Leben einzelne Abteile nur schalten, sodass also diese Wagenkette nicht durchgängig beleuchtet. Gibt es ja im wirklichen Leben auch nicht. So, dann haben wir über die stromführende Kupplung gesprochen. Das heißt, wir nehmen sie aus der Verpackung, tauschen die Bügelkupplung gegen die stromführende Kupplung aus, führen die Drahtenden unten durch den Wagenkasten, durch und löten die entweder auch wieder hier außen an oder an der Platine oben rechts und links außen, wo schon die Beleuchtung sitzt. Wo die Beleuchtung dran sitzt. So, und wenn dieser Wagen natürlich dann ein Schlusswagen werden soll, möchte man natürlich auch das Schlusslicht schalten. Da sind in der Verpackung auch schon bereits klugerweise die Schlusslichter eingebaut, mitgeliefert. Und die löte ich dann, ich zeige es hier nochmal mit rein in die Kamera, in die Mitte der beiden. Die beiden mittleren Pins wird die Schlussbeleuchtung angelötet. Ja. Und dann wünsche ich Ihnen mit viel Geduld und Spucke, und werden Sie nicht verrückt, hauen Sie den Wagen nicht an die Wand, dann müssen Sie natürlich hier in diesem engen Kasten diese Beleuchtung reintun. Hm. Und dann sollte alles, wenn Sie es richtig gemacht haben, über die ECOS oder jede andere Digitalzentrale entsprechend schaltbar sein. Genau. Das war's schon. Ja. Ja, so ist er halt. So sind die Techniker. Ja, das ist halt so. Gut. Ja, liebe Zuschauer, das ist das, was wir Ihnen in Kürze nochmal vorstellen wollten. Ich hoffe, wir haben damit vielen geholfen. Wenn natürlich jetzt noch spezielle Fragen kommen sollten, hier sitzt er, den können Sie natürlich gerne per Mail erreichen. Über technik@xtrain24.de, und da wird Norbert Ihnen, wenn Sie wirklich noch ein Problem haben, sicherlich auch antworten. Manche Zuschauer kennen es bereits, zumindest von der Adresse her. Jetzt sitzt er persönlich neben mir in seinem Hobbykeller, und ich freue mich, dass wir also hier mal ein bisschen bei dir drehen dürfen. Das machen wir gerne. In Zukunft immer so, das macht nämlich viel Spaß. Das war's für heute. Im nächsten Video stellen wir Ihnen dann vor, wie die stromführende Kupplung an eine Lok angebaut wird. Dann kommt nämlich das Problem dann, dass der Wagen zusätzlich der Stromlieferant oder Strompuffer sein soll für Loks, die also schlechte Kontakte zum Beispiel über weichen Straßen und so weiter haben. Ja, das war's für heute. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns ganz herzlich von Ihnen. Freuen uns natürlich, dass Sie zugeschaut haben, und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Bis dahin, Ihr Frank Puttig.